Eigentlich ja nicht. Mal sehen. Da kann ich natürlich immer noch nichts benutzen. Oh, obwohl. Was sagt. Nee. Geschick und Stärke. Geschick und Stärke. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Mann, das ist ärgerlich, dass es bis jetzt immer teurer wird. Gerissenheit, dass man da einigermaßen Sinn Widerstand. Wie habe ich den denn nicht angelegt, verdammt Angst. Riegel ist neu. Apfelschnaps ist neu. Irgendwo habe ich einen. Ach so, da. Und wir haben 25 Erfahrung erhalten. Dank meiner Fähigkeit. Hätte ich nur irgendwie so ein Paralysekram oder so. Irgendwas. Slow. Irgendwas, was er langsam macht, einfriert, sowas in die Richtung. Dang. Habe ich aber nicht. Das heißt wohl, außenrum laufen. Sonst habe ich keine Chance. Wahrscheinlich ist es sowieso, dass das viel eher der Endgegner in der ganzen Nummer ist. Naja. Mal gucken. Hier sind irgendwelche Markierungsdinger. Da unten ist eine Hütte. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anlegen will. Blutkralle. Nee. Das ist nicht besser. Das sind Banditen. Die werden auch sauer auf mich werden, wenn ich angreife. Aber vielleicht kann ich sie ja ein bisschen schwächen oder sowas. Das sind übrigens auch vier. Da hinten steht noch einer am Baum. Dich hole ich mir! Ich bin da! Und er zum Beispiel hat nichts abbekommen. Okay. Oh, stimmt, der. Das ist genau das Camp, was in der Preview zu sehen war.
Schuhe? Nee. Hä? Weil die Kerle haben einen Granatenwerfer. Oh, ist das der Händler? Sieht so aus, als wäre das der Händler. Dann laufe ich mal auf, um den drumherum. Dann machen hier ein paar mehr Leute noch Ärger. Wow. Das war nicht gut. Nicht ungestraft. Der reagiert gar nicht darauf. Okay. Der Bandit versucht es mit der Steinklaue irgendwie auf. Irgendwie auch nicht. Dann der Händler. Da sind, ach, da sind noch Wachen, okay. Schon. Ein toter Bandit, eine tote Steinklaue. Noch ein toter Bandit. Sogar eine Handgranate. Oder nur Brause und Elixier. Die Trische Granatwerfer. Das ist doch interessant. Da hatte ich ja gerade Glück, dass der Trupp an Händlern vorbeikam. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Oder sonst hätte ich das nicht überlebt. Das, was ich da geplant hatte. Okay, genug Schlafsäcke haben wir eigentlich, um schlafen zu gehen. Aber da ich alles voll habe. Sag mal, blinkt das hier irgendwo? Doof oder was? Irgendwie habe ich immer so ein Pling-Pling im Ohr. Von was auch immer. Ah, ist auch noch doof, okay. Kollateralschaden war nicht der Plan. Mächtige Mana-Pflanze. Okay. Ja, dann laufen wir mal den Berg hoch, weil wenn wir bestimmt noch ein paar Gegnern begegnen. Oder auch nicht. Je nachdem, mal gucken, was der Berg so hergibt. Normalerweise sind in den Bergen aber immer recht fiese Gegner. Da ist noch so eine Hyäne. Wenn die alleine ist, so wie es aussieht. Okay, erst die Hyäne erledigen. Okay, zu zweit. Eventuell. Kommt drauf an, ob wir wirklich zusammen sind. Und dann müsste ich mal gucken. Oder ach, ein Hornwolf. Okay. Achtung! Okay, der Hornwolf ist hinüber. Auch wenn er mich getroffen hat. Komm her. Auf mit deinen Drohgebärden. Komm her. Es geht los. Wow. Okay, so geht's auch. Dann sammeln wir nochmal den ganzen Kram hier ein.
Ah, es ist so schön, dass du nicht ein limitiertes Inventar hast. Irgendwas hüpft da. Ich bin nicht sicher, ob ich dagegen antreten will. Eine Blutkralle. Sicher ist sicher. Bevor wir uns da irgendwo reinschmeißen. Es geht los. Was, wo wir es nicht besiegen können. Ey, kannst du mal richtig treffen, verdammt. Irgendwie habe ich mal Probleme, so eine Blutkralle zu besiegen. Scheinbar nicht mehr. Ich meine, so ein bisschen Fortschritt muss man ja auch haben. Das könnte fast ein Weltenherz sein. Okay, die Blutkralle hat natürlich irgendwen erledigt. Kann man nochmal groß abgreifen. Sogar ein bisschen Elixier, was einfach so hier rumrennt. Sanftes Klopapier. Wie hat sanftes Klopapier, wie hat Klopapier generell die Apokalypse überlebt? Das frage ich mich immer wieder und ich habe bis heute keine Antwort drauf gefunden. Ist total merkwürdig. Was bist du? Oh shit, das sind zwei, die gehören definitiv zusammen. Kämpfen gerne zusammen. Oder in Rudeln tatsächlich mit. Waren es drei? Drei meine ich. Mit einem Anführer und zwei normalen. Naja. Ich vermute fast mal, dass wir in diese Burg rein müssen, die da oben steht. Was bist du? Du siehst. Okay, Steinklaue. Kleines Problem. Die sind stark. Und noch einen davon. Das ist natürlich toll. Das ist wunderbar. Ich glaube, ich habe Probleme. Oh nein. Oder doch. Ich hoffe, dass da Menschen sind, die mir helfen können. Ist das ein Dorf? Ist das ein Berserkerdorf? Es sieht nach Berserkerdorf aus. Oder ist das eine freie Stadt? Türkis, grün, rot. Da hinten ist. Ist das ein Hund, der da patrouilliert? Oder. Uah, Filmchen zeigen oder. Oh shit, okay. Na gut, war immerhin kein großer Trank, den ich getrunken habe. Seid ihr Outlaws oder Siedler? Ach, so eine Scheiße. Ein freies. Oh, fuck. Die ersten könnten jetzt sterben. Das könnte echt übel ausgehen. Skeks. Ach du Schande, das ist auch noch ein ganz starker. Okay, sie juckt das überhaupt nicht. Da ich ja nicht an die anderen Viecher gerade rankomme, da die das ja ganz gut weggesperrt haben. Oh, da ist eine. Okay, das ist eine Steinklaue. Der ist eben das Problem. Die Steinklaue ist schon tot. Oh, ich habe den letzten Schlag auf die Steinklaue. Tatsächlich habe ich genug Schaden, um dem jetzt echt Schaden zuzufügen. Okay, und es sieht so aus, als wäre niemand anders gestorben. Das ist erstaunlich. Den Besen kann ich